Bimmelimmelimlimlim. Irgendwie funktioniert diese Glocke auch nicht. Oh, toll. Geht ja schon gut los. Jedenfalls herzlich willkommen zu einem weihnachtlich angehauchten Spiel. Und zwar das Christmas Alpaka Adventure. Warum habe ich die Facecam an, werdet ihr euch fragen. Es soll sehr ragey sein, das Spiel. Und dann könnt ihr natürlich hier meinen geistigen Verfall live und in Farbe mitverfolgen. Hier steht, was zu tun ist. Ja, wir müssen hier durch irgendeinen Parcours laufen. Und wir können Santa vom Rentier springen lassen oder Alpaka, was auch immer, und wir können das Rentier mit Santa springen lassen und wir müssen alles zur richtigen Zeit machen und hast du nicht gesehen, alles mögliche, wir starten mal. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier überhaupt drücken muss. Ich glaube, das war A. Genau. Mit A springt das Ding hier mit Santa. Checkpoints sind die Weihnachtsbäume. Oh, ist das hübsch. Und Autsch! Okay, wir sind leider... Wir haben leider unseren ersten Tod eingefahren. Mit irgendeiner Taste kann auch nur der Santa springen. Ich weiß nicht mehr, welche das war. War das S? Ach ja, tatsächlich. S to make Santa jump. Das heißt, jetzt muss nur Santa springen. Jetzt müssen beide springen. Also ihr seht schon. Und jetzt kann auch hier... Ne, das hier. Uff. Und es ist nicht leicht, wenn man den Levelverlauf nicht so kennt wie ich. Ich habe es gestern mal testweise angezockt, aber ich habe schon wieder völlig vergessen, wie das hier alles war. Weit bin ich auch nicht gekommen. Warum soll das jetzt anders sein, ne? Jetzt der Unterschied, dass ich noch lauter blödsinniges Zeug dabei labern muss und ich bin bereits 6-mal gestorben. Super. So, jetzt muss Santa springen. Ja, ja. Und jetzt müssen beide springen. Genau. Und hä? Ah, ah, ah! Okay, Checkpoint! Oh Gott, Ja, du dummes Vieh! Wenn du nicht springst, kann ich dir auch nicht helfen. Okay. Oh. Kann ich nicht alleine weiterlaufen? Also, Mario hätte damit kein Problem gehabt. Der hatte ich auch schon gerne mal in den Abgrund geschickt. Okay, dann diesen? Ich glaube, das könnte gut sein. Yeah! Freunde! Oh, like a Bozy. Und Achtung, jetzt muss der springen und jetzt müssen beide springen und jetzt ist der Nikolaus an die Wand gehauen. Oh, ist klar. Toller Punkt für einen Einsteig hier. Okay, höchste Konzentration, natürlich. Aber was mache ich denn? Nur der doofe Nikolaus muss springen. So, jetzt... Nein! Hey, Alpaka-Spacker! Wieso tust du nicht, was ich dir sage? So habe ich dich nicht erzogen! Okay. Das ist schwer! Man muss quasi seine Augen auf dem dummen Rind wieder unten haben und auf dem roten Mann da oben. Wer auch immer das sein mag. Natürlich weiß der da. Das ist der Weihnachtsmann. Ich weiß. So, sollte ein Scherz sein. Ja, ich weiß, dass sich die beiden trennen müssen. Okay. Oh, boah. So weit gekommen. Ja. Warum fange ich immer so blöd an? So. Okay. Und boah. Och, ihr seid doch, wirklich. Also, wenn nicht noch mehr. Yeah, das war gut. Nee, flippe. Oh. So weit gekommen. Oh, das kostet Nerven. Wie kann man denn zur Vorweihnachtszeit so ein sadistisches Spiel rausbringen? Als wäre der Stress in der Innenstadt im Moment nicht schon schlimm genug. In den weihnachtsverrückten Einkaufs-Heinis da und... Jetzt kommt auch noch so ein Spiel raus. Oh, das war schlecht. Ich weiß, es war schlecht. Oh, Leute. Wie wäre es auch mal wieder mit dem Checkpoint? Ich lauf und tu und mach und... Kommt nix. Och, Nikolaus, du hast doch einen am Wandern, wirklich. Na, geht doch. Ja, und jetzt beide, so... Und, hä?
Oh, ihr seid so Mucke! Ich möchte jetzt in diesem vorweihnachtlichen, besinnlichen Let's Play keine bösen Wörter benutzen. Was mir sehr schwer fällt, könnt ihr euch vielleicht denken! Aber immer lächeln, Herr Daddel, immer lächeln! Auch wenn mir gerade nicht so zumute danach ist, bei diesen zwei Idioten! Oh Mann! Ja, es sollte eigentlich das Vieh springen und nicht der Weihnachtsmann. Und wer springt? Der Weihnachtsmann. Super. Ganz groß. Oh ja, 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 ne? Okay. So weit, so gut. Ja! Ja! Yes! Oh, es geht ja weiter. Entschuldigung. Okay, da muss ich beide springen lassen jetzt. Hä? So weit, so gut. Hä? Was? Ach so, da stand irgend... Ach so, Alpakas mögen die Kiwis nicht und Santa liebt die Kiwis. Oh, jetzt muss ich auch noch überlegen, wer hier was mag. Ihr habt doch echt einen Schaden. So ein sadistischer Mist. Ja, immerhin Checkpoint. Ja, gerade zur rechten Zeit, Freunde. Goblins Armin. Ach so, die sind böse. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Mann. Das Spiel kann zu chronischer Hirnzersetzung führen. Nicht zuletzt auch wegen der Musik. Die ist zwar sehr stylisch und retro-lastig, aber geht auch einem schnell auf den Sack. Okay. Oh, what? Och, dummes Vieh. Ah. Ich habe übrigens noch ein Rage-Game hier auf der Festplatte, was auch ein weihnachtliches Thema hat. Das könnt ihr in den nächsten Tagen bei mir bewundern. Wenn ich mich da nur halb so anstelle wie hier, dann könnt ihr euch auf einiges gefasst machen, Freunde. Aber das wollt ihr ja. Hä? Ihr wollt hier sehen, wie der Herr Daddel sämtliche Nerven verliert. Und das in der Vorweihnachtszeit. Vielen Dank auch. Dummes Viehzeug. So. Och, das ist... Buh! Das ist... Bäh ist das. Echt bäh. Ich bin doch nicht schon wirklich 45 Mal gestorben. Can't be serious. Ich trink mal einen Glühwein. Vielleicht hilft's. Okay. Och du, dummes Vieh, du sollst doch nicht gegen das... Och, Mann. Sind Alpakas wirklich so blöd? Also in dem Spiel schon. Ist ja dummer als die... Boah. Ja. Ich drück doch die ganze Zeit, du Arsch. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich böse Wörter verhindern. Ah, okay. Und hepp. Okay, hä und hä und hä. Och! Ich muss zuerst den Nikolaus da springen lassen und kurz später das dumme Rindvieh. Jetzt habe ich wieder Mist gebaut. Alter Verwalter, das ist ja wohl unglaublich. Das ist ja Flappy Bird ein kalter Kaffee dagegen. Was den Rage-Faktor jetzt angeht. Ja, jetzt sollte aber der Weihnachtsmann wieder springen. Okay, Weihnachtsmann, Tier, Weihnachtsmann. So muss ich das machen. Mann, Tier, Mann. Mann, Tier, Mann. Mann, Tier, Mann. Und hepp, hepp. Mann, Tier, Mann. Tier, Tier, Mann, Tier, Mann, Tier, Mann, Tier. Danke. Bumm. Ruhig bleiben, Herr Daddel, auch wenn es schwerfällt. Bleiben Sie kühl, cool. Danke. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe D statt S gedrückt. Ich muss A drücken für Alpaka und S für Santa. Das springt der jeweilige. So. Mann, Tier, Mann. Mann, Tier, Mann. Oh, Tier, Mann. Da war der Checkpoint, Freunde.
Da, habt ihr den gesehen? Ich brauche mentale Unterstützung jetzt hier. So. Oh, Big Goblins Mistviecher. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ganz ruhig. Kann mich überhaupt nicht schocken hier. Kann mich nicht schocken. Nee, 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 nee. Hör da auf. Mann, Tier, Mann. Mann, Tier, Mann, beide. Yes. Nee, ein Stück früher, später, dann klappt's. Also das will ich jetzt auf jeden Fall noch schaffen. Bevor ich hier endgültig, Rage Quit mache. Das war schlecht, ich weiß. Okay, danke. Ach Mensch, ich mache immer den Fehler, dass ich hier zu spät hüpfe. Ups. Och, ihr seid doch so blöd. Und jetzt früh und genau. Der frühe Vogel fängt den Wurm. So, Mann, Tier, Mann, wieder Mann, Tier, Mann, Tier und jetzt. Yeah, leck mich an die Füße. Das war schlecht. Ah, okay. Das Tier muss unten lang, der Santa oben. Ach, was ist denn das jetzt hier? Ach so, hab vergessen, das Maultier springen zu lassen hier. Hier müssen beide hüpfen. Höp, höp. Like a boss. Like a bossy. Das war ein einfacher Abschnitt. Warum war dieser Abschnitt jetzt so einfach? Ja, warum ist dieser wieder so schwer? Könnte ich genauso gut fragen. Achso, nee, ich glaube, hier muss ich den Alpaka wieder unten lang. Genau. Achtung. Oh, zu spät. Tier. Eieieiei. Das Spiel ist ja meine Güte. Das müsste ich Amnesty International melden, dieses Spiel. Wirklich wahr. Ist ja nicht wahr. Wirklich Spaß, ja nicht wahr? Na, super Satz, Herr Dattel. Ganz großes Tennis. Das war knapp, ich weiß. Ich weiß. Es war nicht gut. Es war nicht nur gut, nicht gut, es war schlecht. Oh, ouch. Das war total schlecht, danke. Oh. Das Spiel ist böse, ist das. Einfach nur... Gottverdammt böse. Tor. Okay. Ja, schön macht ihr das. Na, geht doch. Jetzt würde ich mir mal einen Checkpoint wünschen. Och nee, da hätte der Santa hochspringen müssen. Ihr seid doch alle so blöd. Ja, Herr Dattel. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Ich weiß. Und hoch mit dir, du Mistvieh. Und danke. So, jetzt nochmal. Und und spring. Och, zu spät, ihr zwei Idioten. Oh Gott. Ja, das war der Falsche. Das waren die beiden Falschen. Es tut weh. Ich will jetzt wenigstens versuchen, diesen Abschnitt noch hinzubekommen. Gut, das habe ich beim letzten auch schon gesagt, aber irgendwie fesselt einem das Spiel ja schon. Man will ja ein bisschen was schaffen. Ich will ja ein bisschen zeigen, ne, der Herr Dattel ist nicht ganz so schlecht, er kann ja was, aber hier seht ihr wieder in eindrucksvoller Weise, nee, er kann nichts, er ist schlecht. Er ist ein absoluter Noob. Ehrlich. Aber die Musik entschädigt dann doch ein bisschen. Das ist schon eine lustige, happy Mucke. So, hier zwei lustigen Tierchen. Ja, nee, danke. Also hier muss ich früh springen, aber nicht so früh wie eben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ja, das war... Ich sollte nicht in die Kamera gucken, wenn ich hier gerade konzentriert sein sollte. Oh Mann, Herr Dattel. Was haben Sie hier nur gemacht? So, jetzt. Hä? Na also, springen, springen. Oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Ach nee, es hört ja gar nicht mehr auf.
Es hört ja gar nicht mehr auf. Das ist jetzt richtig fies. Aha, okay. Und hä? Und hä? Checkpoint. Ach so, nee, ja, schön. Nee, Weihnachtsmann muss oben lang. Jawohl. Ja. Spring doch, du dummes, Mäh. Och. Ich glaube, du hast dir ein paar Mal den Kopf zu oft angestoßen. So blöd wie du bist. Autsch. Also wenn ich 100 Tote zusammen habe, höre ich auf. Was gleich der Fall ist, Freunde. Oh, das war der Fall. Ihr seid doch so blöd. Alter. So, schön. Hä? Ja, schön. Na. Ja, gut. Gut. Und au. Okay, noch haben wir die 100 Tote nicht zusammen. Was aber gleich der Fall sein wird. Oh. Ja, man kann es auch beschleunigen, ne? Super. Wäre aber schön, hätte ich diesen Abschnitt jetzt noch geschafft. Da wäre ich stolz wie Oscar gewesen. Okay, hupp und hupp und runter. Und du hoch. Super. Spring doch, du blödes Maulesel-Tier-Gedöns. Ach, Alpaka halt. Alpaka-Kaka. Ja, schön. So, soweit klappt's ja immer noch ganz gut. So, jetzt darf Santa nach oben. So. Oh. Okay, einen Versuch noch. Das letzte vor der 100. Freunde. Das Spiel ist gemein. Spielt es nicht. Guckt es euch lieber bei irgendwelchen Idioten an, die es für euch spielen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.